Sie sind verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, 9/11 und Strikes auf YouTube. Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen, hervorgerufen durch winzige Geschlechtsorgane. Und ob du oder einer deiner Freunde ebenfalls einen kleinen Penis hat, das lässt sich mit diesem in jahrelanger Arbeit von Experten auf dem Gebiet des Mikropenises erstellten Selbsttest herausfinden. Los geht's. Mit welchem der folgenden Gemüse identifizierst du dich am ehesten? Wenn du dich am ehesten mit der mickrigen Bohne identifizieren kannst, so reflektierst du ihre Größe auf deinen Genitalbereich. Das heißt, er ist grün, mickrig und ungekocht tödlich für Kleinkinder. Hast du nun aber die Aubergine gewählt, so hast du im Umkehrschluss ganz offensichtlich einen großen Minderwertigkeitskomplex, ausgelöst durch einen zu klein geratenen Penis, den du nun versuchst, durch das Auswählen des Größengemüses zu überspielen. Steh zu deiner wahren Größe. Es ist okay, einen kleinen Penis zu haben, solange du ein transsexueller Thailänder bist. Kommen wir zur letzten Auswahlmöglichkeit, der Karotte. Hast du dich am ehesten mit einer Karotte identifiziert, so bist du entweder ein Berliner Gangster-Rapper oder Veganer. Und was auch immer von beiden du bist, du hast einen kleinen Penis. Ja, auch die Frauen. Wieso? Ganz einfach. Denn kein Mensch mit einem großen Geschlechtsorgan würde sich auch nur im Ansatz Gedanken darüber machen, mit welchem Gemüse er sich identifiziert. Menschen mit großen Geschlechtsorganen identifizieren sich nämlich mit dicken, saftigen Steaks oder langen Würsten, aber nicht mit Gemüse. Kommen wir zum nächsten Test, welcher ziemlich selbsterklärend ist und mit Hilfe von Sexualpsychologen aus der ganzen Welt entwickelt wurde. Schau dir das folgende Bild an. Das erste Wort, das du siehst, beschreibt deinen Penis. Machen wir weiter mit einer simplen Alltagsfrage. Gehst du mit dem folgenden Outfit auf die Straße? Wenn ja, dann nutzt du die leuchtenden Farben der Schuhe dazu, um die Blicke der weiblichen Mitglieder unserer Gesellschaft von deinem Schritt wegzulenken, aufgrund deines vermutlich verkümmerten Lörres. Das gleiche gilt übrigens auch für Männer, die ihre Kappe nur ganz leicht auf den Kopf setzen, um sich optisch größer zu machen, weil sie nicht mit ihrem winzigen Genital klarkommen. Kommen wir zum nächsten Test. Für diesen berührst du mit deinem Zeigefinger jetzt den roten Punkt auf dem Bildschirm und versuchst, seine Bewegung zu verfolgen. Und hast du das ohne Probleme geschafft? Wenn ja, dann ganz offensichtlich, weil du diese minimale Bewegung von der allabendlichen Selbstbefriedigung kennst. Der kleine Penis lässt sich nun nicht länger verschweigen. Aber nur um ganz sicher zu gehen, kommen wir nun zum letzten Test. Sei realistisch. Was glaubst du, welcher dieser Männer hat einen größeren Penis als du? Die richtige Antwort lautet an dieser Stelle, keiner. Es sei denn, du hast einen kleinen Penis. Denn die Bilder dieser Männer betragen eine maximale Größe von 5 cm. Folglich beträgt die Größe ihrer Geschlechtsorgane auf eben diesen lediglich wenige Millimeter. Und wenn du jetzt sagst, dass eben diese noch größer als dein Penis sind, so muss dein Geschlechtsorgan so klein sein, dass es theoretisch schon zu den inneren Organen zählt. Herzlichen Glückwunsch. Doch was solltest du machen, wenn du laut diesem Test jetzt einen kleinen Penis hast? Erstens, zieh deinen Nutzen daraus und lass dich von TikTok dafür bezahlen, ihr Logo über deinen Schambereich tätowieren zu lassen. Zweitens, zieh in den asiatischen Raum. Dort gilt dein Penis nicht mehr als klein, sondern Mittelmaß. Oder drittens, verkleide dich als Frau und sag deinen Dates einfach, das, was du im Intimbereich hast, sei kein Penis, sondern ein Kitzler mit Übergröße. Ist zwar auch nicht unbedingt besser, aber jeder, der irgendwas aus diesem Video für bare Münze nimmt, scheint eh nicht sonderlich helle zu sein. Und dumm Fickgut zählt nur für Frauen und auch nur, weil es uns Männern beim Sex scheißegal ist, ob ihr intelligent seid oder nicht. Wir wollen schließlich lediglich unser Glied in eure Weichteile bohren und keine tiefsinnige Konversation über Quantenphysik führen. Was das jetzt mit dem Video zu tun hat? Überhaupt nichts. Ich wollte das nochmal kurz loswerden. Haut rein! Ach ja, und nur noch kurz abschließend was für die Political Correctness, für die mein Kanal schließlich bekannt ist. Es ist nicht schlimm, wenn ihr tatsächlich einen kleinen Penis haben solltet. Schließlich kommt es nur auf die Technik an und nicht auf die Größe. Und so weiter, bla, ihr kennt das.